So, und dann können wir jetzt auch weitergehen. Ohne, dass wir hier Probleme gegen den Brionak haben. Hoffe ich. Schauen wir doch mal. Jetzt mit richtigen Gegnern, mit richtigen Kampfmitgliedern. Und mit einem geschwächten Brionak. So muss das sein. Aber zuvor müssen wir uns erst noch durch ein paar Labore klatschen. Ich habe das jetzt eben schon gesehen, wie es jetzt aussieht, wie es weiterläuft. Wo müssen wir hin? Nach Westen. Von daher weiß ich jetzt schon so ein bisschen, was kommt. Trotzdem, will ich euch natürlich nicht spoilern. You're sure of this? It is reliable intel from a scouting unit. Hmm. They move very quickly. What shall we do? We do nothing for now. But raise the security level to 2. Sir. Sid Alstein. What is he doing here? What were they talking about? You don't think they've already found out we're here? No. I don't think it had to do with us. Just focus on the mission. Let's go. Ram die alte Bauchrätung. Gut, dann wollen wir mal. 7 hat Stufe 30 erreicht. Ihr seht, es geht auch mit dem Level ein bisschen voran. So, sacken wir mal von allen hier ein. Das ist jetzt natürlich nicht so das Riesenproblem, gebe ich zu, gegen die hier. Dabei seid ihr noch Kinder. Naja, Jugendliche zumindest. Diese Kämpfe sind jetzt nicht das Riesenproblem, das gebe ich zu. Trotzdem müssen wir ein bisschen aufpassen, wenn eben mal solche Kämpfe kommen, und wir werden gleich noch sehen, da kommen noch ein bisschen härtere Kämpfe. Ja, ich gehe dann ja hier lang. Natürlich, wie du das willst. So, dann sagen wir mal hier kurz alles ein und weiter geht's. Oberleutnant Steiner wird uns nicht lang aufhalten. Ist auf Zufall übrigens wieder, dass sie deutsche Namen haben, wie eine Lied ist, ne? Volle Kanne durchgehauen. Schön. So, alle Anime zu mir. Oh, hier ist ja noch einer. Der Widerstand war schnell gebrochen. So, ich werde mal auf King wechseln. Ne, nicht auf King, ich will auf Nein. So. Und mit ihm ein bisschen weiter kämpfen. Warum will ich noch nicht sagen? Aber wir werden es gleich sehen. Das ist eine sehr unfeine Angelegenheit, muss ich dazu sagen. Na komm. Na geht doch. Auch mit Nein kann man ganz gut kämpfen. Kein Problem. Er ist ja auch schon Stufe 27. Also es geht auch gut voran mit ihm. Wo ist denn hier noch einer? Ich weiß es gar nicht. Ach, hier drüben irgendwo, wa? Naja, da ist er ja. Der Kleine. Wollte sich verstecken. Aber wir gehen weiter unserem Weg entlang. Halten wir uns gar nicht so lange mit den Gegnern auf. So viel kommt hier eh nicht bei rum mit dem. Da müssen wir ja jetzt auch nicht unnötig Zeit vertrödeln. So. Anime her. Hey. Ich glaube, es hackt bei dir da drüben, ha? Huh? Hier komme ich gar nicht lang. Jetzt aber. Kleiner Mistbeuterich. So, egal. Ich mach mal weiter. Komm schon, jetzt ist das Tor ja auch offen. Hallo! Okay. Nehmen wir uns mal den Lenkschützen hier hinten. Na, wenn wir ihn finden. Hat er gerade wirklich in die Ecke des Raumes hier reingeschossen mit seiner Rakete? Ist eine gute Idee, wenn er selbst dort mitsteht. Ah, da unten ist der Corporal. Dann wollen wir uns den erstmal holen. Komm, leicht drauf auf den Kollegen. Und aus. Der Sieg ist unser und wir können endlich beruhigt weiterziehen.
Schauen wir uns nochmal kurz, ob wir hier vielleicht noch jemanden haben, den wir ausnehmen können. Ja! I'm ready for the end. Nee, kein Ende. Kannst weiterbleiben. Verzieh dich. Nochmal eine Speichermöglichkeit. Die wir auch wahrnehmen wollen. Diese Mission ist ziemlich verkorkst, muss ich sagen. Also nicht, dass sie schlecht ist, sondern sie kann einem viel schief gehen, finde ich, in der Mission. So. Gleich mal hier ein bisschen aufgeräumt. Da volle Kanne durch den Block durchgehauen. Schön. Klappt aber nicht immer, wie wir sehen. Wäre auch cool, wenn die anderen mitarbeiten würden, aber warum auch? Ja, genau, das wollte ich noch. Die Kamera hat mir bloß nicht so richtig verraten, ob der überhaupt noch wirklich im Fokus ist. Komm weg mit dir. Sich mir so in den Weg zu stellen. Und auch für dich ist es vorbei. So, na dann mal auf. Gut, du noch, okay. Auf über die Brücke, würde ich sagen. War gar keiner mehr. Na gut, egal. It's a white tiger primus in the sea. You're no match. Run! I cannot allow you to impede. Your luck has run out. Deshalb habe ich Nein. Remember this pain. Das ist so mies. You don't have to tell me. Der arme Nein. Ich weiß nicht, ob man die Leute irgendwie wiederbeleben kann an der Stelle. Vielleicht könnte ich auch mit Rem das Ganze machen. Rem hat ja diesen Schutzengelzauber. Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt, ne? Rem hat eine Fähigkeit, mit der sie Schutzengel auf die Leute legen kann. Das wäre an der Stelle vielleicht auch gegangen. Naja. So müssen wir aber damit leben. Wenn man es nicht weiß, das ist echt mies. So müssen wir damit leben, dass einer stirbt an der Stelle. So. Step aside. Ich gehe mal auf King. Denn jetzt kommt auch was Unschönes gleich. Okay, das geht gut. Wieso treffe ich den eigentlich nicht? Jetzt. Will er auch seine Anima geben? Ja, will er. So, die müssen bloß noch ein bisschen nachzucken immer und versuchen zu entkommen. Das dauert halt immer, ne? Okay, gehen wir weiter. Nachladen kann helfen. Wo geht's denn lang eigentlich? Man sollte meinen, ich weiß das, da ich es schon gespielt habe, aber nein. Ah, noch einer in der Suche. Okay, nehmen wir erstmal die anderen vor. Auch der Lenkschütze. Komm schon, jetzt in den Rücken. Ich treffe ihn aber trotzdem nicht. Jetzt. Okay. So, einmal Anime für mich. Und weiter geht's. Ja, natürlich. So, er wäre Geschichte. Gibt's mal einen Kick nach vorn. Okay. Haben wir das. Wunderbar. Ach nö, weißt du was? Keine Lust mehr zu kämpfen. Wir ziehen weiter. Sind wir schon in dem Bereich, in dem es ungemütlich wird? Nein, ich glaube noch nicht. Okay. So, den hätten wir auch. Und irgendwo springt, glaube ich, noch einer so rum, ne? Normaler? Ja, genau. Okay, räumen wir hier noch kurz auf. Auch du da hinten noch. So, hätten wir das doch. Wunderbar, einmal nachgeladen.
Und weiter geht's im Text. Und jetzt wird's gleich unschön, denn jetzt kommt der Magitech-Hangar, da muss ich auf jeden Fall mal speichern vor. Ich hab's vorhin ganz gut hingekriegt, muss ich sagen, die kleine Überraschung, die hier noch auf einen zukommt. Aber muss nicht sein, dass das wieder klappt. Mal sehen, ob ich diesmal schaffe, sie aufzuhalten. Ja, wir dürfen gegen etwas größere Magitech-Max kämpfen. Welch Freude! So, komm, gehen wir gleich mal hier mit Seven drauf. Die kann er da bestimmt gut was besorgen. Schön zur Seite. Schade, den kurzen Moment habe ich nicht mehr erwischt. Aber egal, ich krieg das sogar mit dem normalen Schaden ziemlich gut hin mit ihr. Die haut so dermaßen rein. Ich habe vorhin so viel länger gebraucht. So. Ich treffe ihn bloß nicht, das ist das Problem. Ich treffe ihn nicht, das gibt's nicht. Das hatte ich vorhin auch schon das Problem. Genau das gleiche. Alter, die Seven, die haut rein. Komm schon, irgendwann muss ich ihn nochmal treffen. Das gibt's doch nicht. Ich krieg den Kerl nicht. Mann. Jetzt kommt nämlich der Spaß, denn nun kommt noch ein zweiter dazu. Oh ja, sehr gut. Da ist er doch gesessen. Schön. Viel besser als beim letzten Mal. Ihr glaubt gar nicht, was für ein Krampf dieser Kampf vorhin war. Aber nun wurde der gegnerische Anführer auf die einfachste Art und Weise besiegt. Glory to the Militesi Empire! Na klar doch, kommt her! So you're the Red Demons. You kids really are younger than my sons. Whatever you may be, you won't be getting past me. This is the end for me. Glory to the Militesi Empire! Das war gut. Well then, I've given you all the help that I could give you. Your objective is just up ahead. I'm sure you can handle it. Schauen wir mal, ob wir es diesmal hinkriegen. Beim letzten Mal war wie gesagt für mich an dieser Stelle Schluss. May the crystal guide you. Yeah, thanks. You're an odd one. Schauen wir mal, wie es läuft. Rionax-Systeme sind komplett außer Betrieb. Nutzt die Gelegenheit. The Dominion. If they're here. Okay. Schauen wir mal, wie es läuft. Dieser Kampf ist ganz hässlich, sage ich euch. Serves you right. But hey, no worries. Na? Hallo, mein Kleiner. Ich komme trotzdem nicht so richtig zu ihm hin, ne? Doch, ich erreiche ihn. Cool. Alle zurück. Kommt zu mir. Ich muss eigentlich bloß vor seinen Attacken aufpassen. Vor seinen Nahkampfattacken. Die halt wahnsinnig reinhauen. Aber mit Seven ist halt das Großartige, die hat eine unglaubliche Reichweite für einen Nahkämpfer. Oh, fuck. Die gesamte Bande. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, zugegebenermaßen. Okay, ich gehe lieber erstmal an die Seite, um zu schauen, was er macht. Lieber auf Cater. Ich glaube, Cater ist besser an der Stelle.
können ihre Attacken auch aufladen. Ich glaube, das könnte mir hier helfen. Denn schließlich kann der Kerl nicht ausweichen. Komm, den kleinen. Immer wieder drauf, immer wieder drauf. Komm schon. Ich muss warten, bis meine Attacke aufgeladen ist. Jetzt. Ah, nein, jetzt geht er nach oben. Ernsthaft. Oh, fuck. Gut, ich hab's irgendwie geschafft. Oh, Gott, dieser Kampf ist so hässlich. Er hat den Magitek Mac up. Ja, ich versuch's. Das Problem ist nur, wie willst du gegen den Großhaus ausrichten? Ich gehe weiter auf den drauf. Bringt nichts, die Kleinen abzuwehren, das müssen die anderen übernehmen. Ah, shit, der Fokus geht weg von ihm. Du Schweine. Komm, weiter drauf. Ups. Den Moment nutzen. Jetzt. Richtig schönen Schaden mal reinhauen. Gut. Immer mal ab und zu einen härteren Schlag laden, das ist wichtig dabei. Mit dir kannst du halt auch den Schuss so schön aufladen, indem du einfach wartest. Okay. Oh Gott, das war nicht gut. Mist, da war der Moment da, um mal einen Treffer zu landen, aber nix da. Fuck. Ram ist hinüber, aber wir haben den Leonard fast. Komm schon! Schieß doch! Ja! Yeah. Meine Güte! Ihr seid die Besten. Wow, das war hart. The crystal. Something is wrong. Oh great, this guy. We no longer have a choice. Setsuna. Well met. I've not seen you in years. Do you not sense that? What? Huh? Destiny. We are but mere puppets, you and I. As such, we must dance for our master. So, the time is here once again.